Ja. Gut. Ah, nicht die. Ah, Fail. Erstmal ein schöner Fail machen. Hier. Den sollen ja auch ein paar werden. Wie viel brauchst du denn? Na, mache erstmal so rund 10 Stück. Sicher, sicher. Gib dir einen Tipp, wenn du die machen willst. Das H. 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 Also ein Ha-ha-ha. Genau, so machst, so musst du den machen. Den H. 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 Hühnchen tot. Hast du alles nach Stickies gemacht oder hast du noch Holzblöcke? Ich habe noch Holzblöcke. Ey, gib mir mal bitte 6 Stück, Moment. dass ich die Betten machen kann. Ja, ich muss natürlich erstmal fail. Willst du ein Bett mit weißer Wolle oder willst du ein Bett mit grauer Wolle? Ist mir egal. Du hast nur 3 Stück? Oder hast du noch? Die sind keine drin. Ach so, kein Wunder, ich habe ja das hier verbraucht hauptsächlich. Für das Haus. Ja. Oder kann ich noch was rausschlagen? Oder auch nicht. Vier Eier und kein Huhn. Die sind auch da, ja. Hütchen. Cool, wir haben jetzt schon eine kleine Hühnerplage. So. Ich weiß ja nicht, wo die Betten hinmachen willst, deswegen habe ich die erstmal in die Truhe gepackt. Also, die können wir. Hier, wir können uns Nee. hier hinten erstmal einpflanzen. Wollen wir zusammen in ein Bett kuscheln oder was? Wir haben einfach dann ein Doppelbett. Das Evoli ist kuschelbedürftig. Und dein Zoro hat mich anscheinend rausgeschmissen erstmal. Entschuldige. Ich nehme erstmal die Holzsachen raus. Ja, ich habe noch ein bisschen Holz gefarmt wegen die Betten, weil ich Holz brauchte. Cool. Jetzt Ach, ich habe. frage ich mich, was ich jetzt mache. Ich habe leider Holzspitzhacken. Ich kletter mal ein bisschen auf den Berg und da habe ich schon wieder eine Fallgrube für mich gesehen. Ja, jetzt bin ich in einen Baum gefangen. Ich habe pflanze schon mal die Zuckerrohr ein, dass man mehr Zucker bekommt. Okay. Wo mache ich denn einen hier jetzt hin? Wo Nee. denn da hin? Das klappt so nicht. Also in Klettern bin ich in Minecraft gar nicht mehr so schlecht. Wenn ich nicht irgendwo dauernd runterfallen würde, nebenbei. Also um ehrlich zu sein, wenn du jetzt Minecraft jetzt nach einer Weile so spielst, dann wirst du dich doch nach einer Weile auch so dran gewöhnen. Ja, ist mir ja bewusst, aber momentan. Dann hast du es denn auch richtig drinne. Sivo, schau mal von der Kiste nach draußen, nach oben, zum Berg. Hallo.
In den Ofen mache ich jetzt gerade Glas, das wir Fenster machen können. Okay. Zumindest wenn Fenster erwünscht ist. Hui! Geronimo! Ach, wahnsinnig Spaß! Ich bin von dem Berg gerade runtergesprungen. Und nur und kein Damage, weil ich ins Wasser gesprungen bin. Ja, ist ja klar, wenn du im Wasser springst, dann wird's abgedämpft. Wenn du im Wasser drauf springst oder in Heulbalken kriegst, wird's abgedämpft. Ist mir ja bewusst. So doof bin ich auch wieder nicht. Das ist manchmal schön. Sio? So, ich habe ja einen kleinen Gang gemacht. Mit meiner Faust. Mit deiner Faust? Ja. Leg dich nicht mit mir an. Oder du spürst meine Faust. Die Faust des Evoli-Fote. Es wird dunkel. Das gefällt mir nicht. Die Monster sind aus. Und trotzdem. Ich wollte noch ein bisschen Holz. Die Faust des Evoli-Fotes. Ich pack schon mal Glas in die Kiste. Und wir wollen eine neue Kiste. Also schnappen wir noch ein bisschen Holz. Also hier ist schon jede Menge Samen gepflanzt. Cool. Also Weizen. Also ein Weizen ist schon mal hier eine Truhe drin. Sio, schubst. Ja, entschuldige bitte. Aus die Glasblöcke kannst du Glasscheiben machen. Da haben wir mehr von. So, ich habe jetzt eine Doppelkiste gemacht. Gut. So, und ich brauche auch... Also, wenn du so lieb wärst, kannst du bitte noch mehr Holz aufnehmen bei besorgen? Ja, kann ich machen. Ich habe eh gerade nichts zu tun. Ach so. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen um den Weizen gekümmert, weil ein schon fertig war. So, was brauchen wir noch als an Steinsachen, um es so zu nennen? Haben wir Steine? Wir haben Steine und ich kann jetzt erstmal. Ich könnte eine Steinhacke dir geben, jetzt gerade. Also, brauche ich jetzt gerade nicht. Ich habe gerade. Ich sammle hier gerade Holz ein. Okay. Also brauche ich es gerade. Brauche ich erstmal nicht. Ich habe mir eine Steinhacke gemacht. Steinaxt. Ja, weil ich die andere habe. Ah. Ich quaffte am besten gleich noch etwas. Oh, Stein. Habe ich gerade gesehen. Der können wir vielleicht später auch noch eher gebrauchen. Mhm. So, ich habe jetzt eine Steinhacke in die Truhe gelegt für den Fall der Fälle. Die schon fast kaputt ist. Du meinst die Spitzhacke, die ist fast kaputt. Nicht. Also da mache ich noch eine Spitzhacke. Du bräuchtest Holz. Ich habe Holz jetzt gerade ein bisschen in die Truhe gepackt. Okay. Ich werde mal noch ein bisschen Holz reinschummeln. Eine Steinhacke auf Stein. Steinhacke auf Stein. Ja, ich bin so kreativ. Ja, das ist ein bisschen mal den Kreativmodus. Ich bin so kreativ. So. Cool. Ich pflanze neue Bäume ein, was wir ja brauchen. Für Holz. Und ich baue hier schon mal ein bisschen wieder weiter an das größere Haus. Alter, für das Huhn. Ja, geh rein. Geh schön in die Grube rein. Ich schubse ihn rein. Ich versuche ihn reinzuschubsen. Hühner schubsen. Hey, wo ist er hin? Hey, nicht da! Das sind unsere Betten! Geh in die Grube! Geh zu deinem Freund! Der Freund, der im Haus. Da kommt dein Küken eigentlich rein! Problem ist, ich habe den Anruhen aus Versehen gekillt. Und dann habe ich die Eier genutzt und ja.
Jetzt habe ich den gerade gekillt. Hühnerkiller. Das waren... alle Hühner sind... Alle Eier sind weg, richtig? Ja. Okay. Oh, hier ist ein Weizen was für dich. Dann haben wir noch mehr Kerne. Ja, ich kann auch einmal hier so gehen. Wieso war ich... Bin ich jetzt so schwammig? Ich war nur alles raus. Also Minecraft-Technik. Nerv nicht. Ich weiß auch nicht. Irgendwie mag ich fliegende Blöcke. Du magst fliegende Blöcke. Ja. Ich werde erstmal ein bisschen Steine sammeln. Super. Ich werde mich hier, so wie gesagt, ein bisschen runtergraben, dass wir wenigstens ein bisschen, ob wir was Besonderes finden vielleicht. Wie zum Beispiel noch mehr Eisen oder sowas. Okay. Und ich werde mir hier mal ein bisschen... Mist. War schon ungeeignet. So vergrößere ich einfach mal die Bude von uns, okay? Mach dit. Und hier haben wir noch eine Kohle. Cool. Kohle ist cool. Kohle ist Kohle. Dann sind wir bald reich. Naja, ich habe schon gerade ein bisschen Kohle verballert für ein bisschen mehr, Fucking. Ah. Ja, aber hier habe ich noch jede Menge Kohle wieder gefunden. Was sich das so gesagt wieder ausgleicht. Cool. Also ich habe hier so eine Art Bunker schon gemacht gehabt für uns. Mhm. Und dann habe ich hier eigentlich also, immer noch in Vorbereitung. Ja, und ich, da wo ich gerade Kram tue, sichere ich erstmal viel mehr den Weg jetzt. Okay. Dass wir nicht so leicht runterfallen. Cool. Kann ich jetzt mal so stark sagen. Drei Reihen Treppen reichen, oder? Ich würde sagen ungefähr, ja. Ich bin mit meinem Kopf eh erstmal bei dem Haus. Stimmt, du bist ja mit dem Haus beschäftigt. Ich grab jetzt mal ein bisschen runter. Hallo Hühnchen! Bei Hühnchen! Hallo? Wir machen uns eine Holzfestung. Mhm. Wenn ein Blitz kommt, dann sind wir sowas von geliefert. Also mit Kohle haben wir sehr viel Glück. Hier ist jede Menge Kohle. Cool. Hier ist viel Kohle. Ich habe hier schon 16 Stück. Cool. Also haben wir erstmal genügend. Ich sichere das schon mal hier mit Truhen rein. Wir haben schon über 55 Minuten, also fast eine Stunde. Ja, ich sehe das über mein Aufnahmeprogramm nicht. Aber von meinen ganzen Daten zu beurteilen, das wird immer ungefähr sich in 4 Minuten splitten, weil das immer ziemlich große Dateien sind immer. Ja, für okay. Die beste Qualität. Leo, hast du ein bisschen Holz? Holz? Nein. Ach, schade. Aber ich habe Glas. Glas ist fertig.
Okay. Da musst du Holz sammeln gehen, weil ich bin jetzt gerade hier am... Und wie findest du bis jetzt die Bude? Ja, finde ich ganz okay. Außer damit dein fettes Loch jetzt und nicht runterfalle. Welchen Loch? Ich habe da eigentlich schon ein bisschen... Soll ich den Loch ganz zumachen? Oh, Eisen! Hab wieder Eisen gefunden. Cool. Ein bisschen. Naja, es sind nur zwei, aber besser als nix. Ja. Und diese Ebene hier oben ist weg. Zack. Führe ich mir mal kurz einfach so die Gesicht zerkratze. Du willst mein Gesicht zerkratzen? Mein Gesicht. Warum? Ich kratze mich eben. Also jucken. Mit deinen Eboli-Krallen? Nee, ich hab dann eher so mehr Cyanopsycho-Krallen. Cyanopsycho-Krallen. Cyanopsycho ist ein Psycho-Pokémon und da kann ich mir vorstellen, damit so für den Fall der Fälle einfach so Krallen sich erschafft. Da ist schon gleich ein Zeppling. Oh, du kleine süßer Baum. Ja, die Bäume wachsen unterschiedlich groß. An unserem Haus klebt schon ein bisschen Ranken. Ich weiß, weil es Sumpfbiom ist, deswegen. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Deswegen setzt es Rankenhieb ein. Ah, die Natur setzt Rankenhieb ein. Ich bin witzig, ich weiß. Wir sind alle so witzig. Genau. Ich habe schon mal so gut wie es geht den Loch hier zugemacht. Cool. Soll der ganz zugehen oder? Das ist momentan. Ich finde, wir sollten neben den zum Erkunden und ein bisschen zum Sammeln lassen, okay? Also hier kriegt man keinen Schaden, wenn man hier runter geht. Nur dass es ziemlich düster ist, will ich jetzt mal sagen. Na dann, nutzen wir das. Ich mache ein bisschen Terraforming. Und ich habe hier noch mehr Eisen gefunden. Eisen ist immer gut. Ja. Können wir ja gleich eine Schere machen. Ja, dann musst du keine Schafe töten. Keine armen, wehrlosen Schafe. Du willst also Schaf schon spielen. Cool. Lol. Also, von mir aus können wir jetzt die Monster wieder aktivieren. Weil wir haben uns schon gut, sag ich das mal so, im Vergleich zu Feuer geschützt. Soll ich die jetzt anmachen, ja? Von mir aus könntest du das schon. Ich mache es mal leicht. Cool. Reicht doch, oder? Ja. Ich denke, wenn Hardcore ist, dann bist nur du den, der möchte alles abkriegen. Leicht ist es erstmal okay so mäßig. Und ich habe schon wieder eine Kiste gemacht, weil es kann. Und werde das mal die dementsprechend erstmal verschauen. Ich habe dem Weg hier ein bisschen Helligkeit gegeben, dass wir was wir erkunden können. Wir? Oder ich? Weil besser? Du meintest, wir erkunden mal hier ein bisschen die Höhle. Also ich mache eine Kiste mit Erde und Bruchstein, weil ich sehe schon voraus, wir brauchen ziemlich viel Platz für beide schon mal. Ja. Also wie gesehen hast, sind die Monster jetzt an. Also ich habe jetzt mal... Also Eisen kommt jetzt gerade
geringen Nachschub immer rein.